Lisa, Bobby, Servus. Alles gut? alles gut, du bist sehr fesch, also Ich habe Respekt. mich extra hergerichtet für dich. Du hast die Haare gelegt, sehe ich. Ja, ein bisschen abgeleckt. Was Mir ist ist zu mit der viel. Rasur passiert? Ist die nicht Bitte? mehr, die Rasur ist sich nicht mehr ausgegangen, oder? Na, leider nicht, leider nicht. Ich war gerade laufen und es hat sich nur für die Haare ausgegangen und für die Krawatte. Ja, aber Respekt, Ich das schon mal anfangen. finde ich gut, Bobby. Das ist gleich das Erste. Viele haben mich gefragt, warum Bobby? Das hat mit dir angefangen eigentlich in Mallorca. Du hast mich ja immer Robert genannt. Ja, War das so? ich hab dich Robert genannt, weil es Ja. ist Juri Robert Rodionov, Ja, für alle. genau, das ist mein zweiter Vorname. Und dann habe ich einfach gesagt, irgendwann mal, ja, nenn mich Bobby. Weil ich mag den Namen Robert irgendwie nicht und habe mir gedacht, ja, Bobby klingt cool, Bobby klingt lustig und ja, dann hast du das irgendwie in die Welt Dann habe ich hier einen gebracht. Event gesetzt. Auf jeden Ja. Fall, Bobby, finde ich, ist ein exzellenter Name für dich. Ja, finde ich auch. Finde ich gut, Passt ja. gut zu mir. Ja, passt echt gut. Also wir haben ja uns das erste Mal so richtig kennengelernt, ja, bei den Starts letztes Jahr. Da muss man ja sagen, ich meine, fangen wir mal Schritt für Schritt an. Wir haben uns ja vorher kennengelernt, eigentlich beim Challenger in Kasachstan. In der Quali. Genau, ja, da Quali. wo wir Du hast ja gegeneinander schon gespielt haben. davor, du hast ja, man muss ja sagen, du warst Junior, ist auch Top 10, Wimbledon Doppelfinale, hast die Future eigentlich gleich gespritzt, bist direkt auf die Challenger Semi gleich in China, das Jahr davor noch. Ja. Und dann haben wir uns in Kasachstan eben getroffen. Da hat es auch die erste Begegnung gegeben, Mitler Rodionov. Und ich weiß noch, ich habe erste Runde 0-0 gegen einen Kasachen gewonnen und dann gegen dich gespielt und auf diesen, ich meine, der Sand war nicht gut, muss man sagen. Und du als Na. Lefty Ja. hast da ziemlich aufgemacht über die Rückrunde. Ich weiß noch. Hast mich auf jeden Fall geschlagen. Und dann einmal gedacht, bist du Depper, das ist eine bittere Niederlage jetzt in der Quali da gewesen. Dann gewinnst du nächste Runde, Quali-Finale 7-6 im dritten. 7-6, 6-7, 7-6. Wärst Matchbälle ab. Ja, gegen Wärst den gegen Chachi war Kratsch, das. gegen Ja. Kratsch. Dann. Hast du ja gegen, war das noch einmal, war das gegen Grigelis die Woche, wo du Genau, noch Grigelis. einmal hast? Und hast du ja dann knapp ein Viertel verloren gegen einen Hanfmann. Ja, genau, das war im vierten. Genau. Und dann geht es ja weiter. Nächste Woche, du spielst wieder Quali. Ja. Verlierst, spielst wieder Quali-Finale. Ja, ich habe sehr viele bittere Niederlagen, da schreibt einer rein. Das ist mir schon öfter passiert. Ich bringe die Jungen alle an die Weltspitze. Also ich bin, wenn es einen jungen Spieler, bringt es ihn zu mir, okay? Auf jeden Fall, du spielst Quali-Finale, spielst wieder 7-6 im dritten und wirst wieder Matchball ab. Das Das Ganze stimmt. passiert dann noch einmal im Viertel, glaube ich, dass du gegen einen Nedovjesov oder wieder im dritten 6 mit Matchball abwehren gewinnst. Ich glaube, gegen den habe ich nicht kein Matchball abgehört. Ich war 6-0 im Tiebreak vor. Ah, Aber es okay, kann sein. auf jeden Fall wieder 7-6 im dritten und gewinnst dann das Challenge aus der Quali. Ja. Folgen noch einmal, ja, ich mir gedacht, unglaublich. Ich meine, ich war in der Zwischenzeit schon in Frankreich Liga spielen, du hast die Turniere gewonnen. Karin, es tut mir leid, das mit den Puppen war nicht böse gemeint. Das war wirklich, ich sag Hase, Mäuse, gerne alles, das war wirklich nicht böse gemeint, okay? Aber bitte schreib's nicht noch einmal, das tut mir weh im Herzen. Auf jeden Fall, Bobby, du spielst dann noch zwei Semis 2019 und dann spielen wir eben bei den Staatsmeisterschaften in der Halle gemeinsam. Und spielen dann Finale. Ich gewinne nach dem 17. Matchball, gewinne ich dann irgendwann im dritten Satz. Und ich weiß noch damals, du hast gesagt, es muss auf jeden Fall jetzt Richtung Top 100 gehen für dich. Wir wissen, das hat sich dann leider nicht so rausgestellt, sondern eigentlich das Jahr ist, muss man sagen, für dich nicht gut gelaufen. Eigentlich schlecht gelaufen. Ja, Nicht einfach gut. katastrophal. Ich meine, du bist noch immer jung, also okay, aber für das, dass du das Ziel Top 100 gehabt hast, ist dann auf 360 zurückgegangen. Was ist da passiert? War das die Niederlage gegen mich? Sag's ganz ehrlich. Also. Na, leider die Niederlage gegen dich hat mich nicht wirklich brüskiert. Aber na, also ich zuerst muss ich sagen, dass eigentlich mein persönliches Ziel war es, nie wirklich in die Top 100 zu kommen. Das war eher so eine Antwort, die ich in Interviews gegeben habe bei Reportern, weil mich einfach jeder gefragt hat, ob du in die Top 100 möchtest. Und das wäre gelogen, wenn ich es nicht wollte, aber ich
habe versucht, anders zu denken. Ich habe versucht zu denken, dass wenn ich weiter so spiele und mein Spiel verbessere und weiter diszipliniert bin, dass es von selber kommt. Aber natürlich was immer ist es immer ein Ziel für mich, so gut wie möglich im Ranking zu stehen. Und ja, was 2019 passiert ist, ist mir noch bis zum jetzigen Datum noch nicht komplett klar. Aber ich denke, das ist einfach eine Kombination zwischen dem Davis Cup gegen Chile, dass ich im Frühjahr, im Januar und Februar mein ganzes Trainerteam gewechselt habe. Und einfach der generelle Druck, dass ich einfach irgendwie 2018, da habe ich glaube ich mit 500 angefangen und dann Ende 2018 war ich 250 und dann glaube ich sogar in die Top 200 bin ich gekommen. Ja. Und es war glaube ich einfach eine Kombination aus den dreien. Der Druck, der Davis Cup und einfach, dass ich nicht wusste, wo ich mit meinem Tennis soll, also dass ich keinen festen Trainer hatte. Und ich denke, es war einfach eine Kombination aus den Dingen. Ja, es ist natürlich nicht leicht für einen jungen Spieler. Ich meine, du bist, ich meine, man sieht es jetzt nicht an im Gesicht mit deinen vielen Haaren, aber du bist ja wirklich noch jung. Ja. Und da kann man natürlich eben, wie du sagst, der Davis Cup, ich habe es auch gesehen, also ja, man kann da nichts vorwerfen, aber man muss halt sagen, es nagt natürlich an einem in der Situation. Das können sich jetzt viele Leute jetzt nicht direkt so vorstellen. Die denken sich, ja, der ist jung, der ist eh aufstrebend, weil es andere vielleicht besser damit umgehen, aber es ist nicht jeder gleich und es ist bei Gott nicht das Leichteste auf der Welt, vor allem solche Erlebnisse zu verkraften, eben wenn man auch nicht das Team rundherum hat in dem Moment. Ne? Natürlich, ja. Ich bin jetzt, haben wir bald gesagt, ich streue ein bisschen viel Salz in die Wunden rein, was da bei dem Jahr passiert ist, aber ich bin jetzt nur so extrem drauf eingegangen, weil ich kann mich erinnern, Anfang 2020, ich war live dabei, ich habe mit dir trainiert, wir haben drei Sätze gespielt. Du hast einfach Boden aufgespielt, die Vorhand. Und das nicht nur einmal. Das muss ich jetzt ganz hart so sagen. Und einen Monat später gewinnst du ein großes Challenger, spielst ein Semi und gewinnst noch ein Challenger. Du hast dann einen neuen Trainer gekriegt. Was hat der dir gefüttert in diesen 3 Wochen? Ich habe selber keine Ahnung, muss ich sagen. Also bevor ich nach Amerika geflogen bin, war es ein Wunschgedanke, dass ich Viertel spiele oder vielleicht sogar Semi. Weil ich war wirklich in einer schlechten Form. Ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich wusste nicht, wie ich spielen soll oder was ich Man hat es spiele. gesehen, man hat es auf jeden Fall gesehen. Ich habe dich in Frankreich beim Turnier auch noch gesehen. Das war wirklich. Ich will dich jetzt nicht Ja. schlecht machen, aber Na, es war na. echt eine Katastrophe. Ja. Und dann Na. 3 Wochen später, ich habe immer gesagt, ich traue es dazu, weil du kannst ja Tennis spielen. Aber da macht es einfach innerhalb von einer Woche Klick und du gewinnst ein Turnier. Und das war, finde ich, das war für mich überraschend. Also ich habe nicht gewusst, wie das möglich ist. Also hätte ich jetzt gern und vielleicht ein paar andere, die sich das denken, auch, was da passiert ist. Ja, da stimme ich dir zu, dass ich echt schlecht gespielt habe in den vorigen Wochen. Und ja, in Frankreich war es auch kein gutes Turnier für mich. Ich denke, wieso ich so gut angefangen habe zu spielen, ist einfach, dass ich entschieden habe, dem Javier Frana, also meinem neuen Touring-Coach, komplett zu vertrauen. Ich habe mir gesagt, okay, er ist ein erfahrener Spieler, er war Ex-Top 50, hat 3 ATP. Turnier gewonnen, er weiß, was er tut und er hat schon viele andere mitverfolgt und mitgecoacht. Also es ist eine neue Gelegenheit für mich und da stürze ich einfach rein, höre auf ihn, befolge seinen Rat und das habe ich auch gemacht jeden Tag. Und die ersten paar Siege waren noch ziemlich steif, bisschen holprig, aber dann habe ich ziemlich viel Selbstvertrauen bekommen, weil einfach die Chemistry zwischen mir und ihm wirklich gut war und danach was irgendwie, ja, selbstverständlich. Ja, danach habe ich gewusst, okay, ich kann Tennis spielen, was ich 2019 nicht gewusst habe, dass ich gut spielen kann, dass ich auch, wenn ich nicht mein ideales Tennis spielen, dass ich trotzdem Top-Leute besiegen kann, wie zum Beispiel gegen den Andreas Seppi, da wo ich nicht mein ideales Tennis gezeigt habe, aber trotzdem Ich auf hoffe, er schaut Höhe. zu. Ich hoffe, er schaut nicht zu, weil sagt er einfach, na, ich habe nicht mein ideales Tennis gespielt, aber Andreas Nein, Seppi. natürlich, der Andreas hat auch ziemlich schlecht gespielt. Aber es war einfach so solche Punkte da, wo ich nach dem Match in der Kabine war und mich selber gefragt habe, wie habe ich das gewonnen? Vor einem halben Jahr wäre ich 2-2 vom Platz gegangen und hätte keine Chance gehabt, irgendwie das Match zu gewinnen. Und jetzt gewinne ich 4-4, war es, glaube ich. Und da, wo ich sage, ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht. Ja, ich habe die Bille reingespielt, ich habe gut serviert, ich habe taktisch ziemlich klug
agiert. Und das war's. Und das ist einfach von Spiel zu Spiel besser geworden. Ich habe mich mit dem Javier immer besser verstanden. Ich habe genau gewusst, was er von mir wollte. Und er hat mich als Mensch näher kennengelernt. Und das hat einfach geklickt. Okay, also war ich einfach wichtig, dass du jetzt wieder ein Vertrauen hast können, auch Ja, natürlich. Also von mir. im ganz 2019 hatte ich wirklich keinen Trainer da, wo ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, dass in 5, 6 Jahren, dass ich noch immer mit ihm trainieren werde. Also du hast mich auch nicht da so gesehen. Also ich habe mich auch um dich gekümmert, aber war ich jetzt auch nicht der Richtige. Du warst ein Trainingskollege, du warst ein Hittingpartner. Ich war auch dein Chauffeur, also jetzt machen wir nicht schlechter, als was ich bin. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber und dann im Dezember hatte ich halt habe ich angefangen, mit dem Wolfgang zu trainieren. Der Wolfgang war als Beraterrolle bei mir und ist immer noch. Und das hat mir irgendwie, das Umfeld ist besser geworden. Ich habe bessere Trainingspartner gefunden oder bekommen. Und einfach die kleinen Details Willst du jetzt haben auch wieder gefärbt. sagen, dass ich als Trainingspartner nicht genug war? Also, du Ja? gehst da jetzt schon indirekt auf mich ein bisschen los, muss ich sagen. Habe ich nicht gesagt. Das interpretierst du so. Na, alles gut. Habe ich nicht Also, kann gesagt. man einfach zusammenfassen: Für dich war einfach wichtig, dass du wieder die Ruhe im Team gehabt hast und das Vertrauen Genau. einfach, dass alles in die richtige Richtung geht. Ja, genau. Ja, wenn es dann alle zuhören, dass. Sieht man halt auch einfach bei allen jungen Spielern, die eben nicht wissen. Du hast ja auch dann viel gewechselt, wie gesagt, dass das vielleicht die Kontinuität einfach da einfach mehr sein muss und dass man einfach vertraut ein bisschen auch in den Prozess. Also würdest du das so unterschreiben, einfach für alle? Ja, auf jeden Fall. Also es hat jetzt nicht am Essen gelegen oder dass ich auf einmal um Klassen besser gespielt habe. Es ist einfach, das Umfeld hat gepasst. Ich war mit dem Schädel wieder am Platz und nicht außerhalb. Und ich habe wieder einfach angefangen, wirklich hart zu arbeiten. Ja, leider genau vom Davis Cup, also muss ich auch sagen, du hast mich aus dem Davis Cup rausgehauen. Da muss man so sagen, ich habe jetzt auch nicht geglänzt, also weder 2019 noch 2020, aber ich hätte es ins Team geschafft, wenn du da nicht halt einbildet hättest, du musst jetzt deine optimale Umgebung finden, um dir gewinnen. Ich war wenigstens mit Partner dann dabei, auch gut, aber du hast mich auf jeden Fall rausgehauen, du hast auch den Ofi rausgehauen, der zweite Einzelspieler war. Du hast jetzt auch wieder knapp verloren beim Davis Cup, aber trotzdem, Atmosphäre geil gewesen, oder? Also, Ja, ist auch auf jeden das Fall. immer viel, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Atmosphäre war echt geil. Also ich hätte mir es nicht besser vorstellen können, so knapp gegen einen Top-Mann, gegen Cuevas zu spielen. Leider hat es am Schluss ein paar Punkte nicht gereicht, aber war trotzdem gespielt. Die Stimmung war genial. Das Team hat mir den Rücken gestärkt. Das war echt eine Traumerfahrung für mich. Finde ich gut. Ich habe die Erfahrung noch nicht machen dürfen. Tut mir leid. Nein, alles gut. Dann, na, also nach dem Davis Cup, wir wissen, Österreich hat gewonnen, juhu, aufgestiegen, was geil ist. Aber dann ist, du warst ja nur Sultan. Wir haben ja auch viel kommuniziert. Ich war in Südafrika. Jetzt ist ja dann leider das nicht so schöne, die nicht so schöne Seite der Welt dann zum Vorschein kommen. Das ist halt der Wahnsinn. Ich meine, du hast unglaubliche, also unglaubliche Atmosphäre beim Tennis beim Davis Cup in der Steiermark. Und das 5 Tage später sozusagen, dann wird die Tour abgebrochen. Du weißt nicht, ob du aus dem Land rauskommst. Ich meine, wir zwei haben das ein bisschen runtergespielt. Du sagst, du bleibst dort in Kasachstan. Ich habe gesagt, ich bleibe in Südafrika. War gut, dass wir es beide gemacht haben. Ja. Aber in Kasachstan hat es eigentlich angefangen. Ja. Aber in Kasachstan hat es eigentlich angefangen. Die Leute haben WO Games in Also, wie war das für dich dort? Ich meine, du sprichst wenigstens Russisch, aber ansonsten mal nicht so ein Ort, wo du hängen bleiben willst, ne? Nur Sultan Ja, mit. natürlich. Ja, also eigentlich am Anfang hat es ganz normal angefangen, die ersten paar Tage. Ich habe ja am Samstag noch gespielt in Premstätten und dann am Sonntag gleich bin ich nach Kasachstan geflogen. Also am Sonntagabend war ich in Kasachstan. Und die ersten 2 Tage waren noch ganz normal. Also da haben sich natürlich die Spieler gefragt, was passiert, wenn? Was passiert, wenn jetzt irgendwie die Krise, wenn jetzt die Grenzen zugesperrt werden oder wenn die ATP sagt, dass die Turniere gecancelt werden, ob das Turnier die Woche noch gelten wird oder nicht. Natürlich gab es Sorge bei den Spielern, aber es war jetzt nicht wirklich groß. Und dann so ab Mittwoch und Donnerstag, und spätestens am Donnerstag, da wo es bekannt gegeben wurde, dass das Turnier nicht fort geführt werden kann und dass jedes Turnier einfach abgesagt wird, war irgendwie die Panik sehr groß. Nicht nur wegen dem, wie man nach Hause fährt, sondern einfach generell,
das Tennis in den nächsten paar Wochen, Monaten ausschauen wird. Das Haus-Team, was du erwähnt hast, es haben viele Deutsche, also alle Deutsche, Franzosen und Spanier frühzeitig rausgezogen, weil ihr Land auf irgendeiner Sicherheitsstufe war, in irgendeiner gefährdeten, also dass sie von Corona wahrscheinlich ja. Dass gewisse Sicherheitsstufen geben, das war bei mir auch das Problem, ich von nach Österreich reisen wollte. Du warst trotzdem relativ entspannt, also ich habe gesehen, alle geben wie oben rein und wie sie alle heißen, Deutsche, schreiben, müssen jetzt wissen. Und da sagt man, du, nein, ich bleibe jetzt dafür doppelt und ich spiele das jetzt fertig. Und man dachte, okay, also du warst trotzdem eigentlich bis zum Schluss, kann man sagen. Ja, ich denke, ich war von außen war ich entspannt und drin war ich schon ein bisschen nervös. Also ich war da mit meinem Bruder und mit meinem Athletiktrainer, mit dem Bernhard dort. Und die sind frühzeitig abgereist, weil sie halt nicht riskieren wollten, dass sie dort bleiben für 2 Wochen in Quarantäne. Und ich habe ja jetzt nicht überlebt. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich dort bleibe, weil ich mich, wie gesagt, es war ein Turnier, ein ziemlich gutes Turnier, der Raster. Ja, ich war Viertsetzter, ich hatte gute Chancen, weit zu kommen und wollte noch die Chance. Du hast keine Chance mehr gehabt, weit zu kommen, weil ich dich fragte, ob du dort bleibst, bist du ausgeschieden im Einzel. Also jetzt bleiben wir mal realistisch, okay? Achso, das war nach dem Einzel. Ja, also jetzt rede ich von Okay. dem Sieg, weil du warst schon draußen und wolltest. Okay. Ich hab gemeint im Doppel. Weil im Doppel war ich mir im Semi. Und es hat gut ausgeschaut für den Titel. Und nein, ich wollte das Turnier einfach fertig spielen, weil ich bin dorthin geflogen, weil ich ein Turnier spiele und das ist einfach für ein Tennisspieler so ein ungewohntes Gefühl, dass man wegen einer höheren Macht, wo man nichts beeinflussen kann, auf einmal wegreisen muss. Das war einfach ein befremdliches Gefühl und ich wollte einfach das Turnier fertig spielen. Ja, ist in Ordnung. Also ich hätte es nicht gemacht, aber du bist ein Experte im Nehmen, das wissen wir ja. Auf jeden Fall, Bobby, was ist letzte Woche passiert? Du wärst ja letzte Woche schon dran gewesen. Ich habe dich verzweifelt gesucht. Ich habe dann nach der Sendung direkt geschrieben, es ist keine Antwort gekommen. Ich wollte aber Vermisstenaufzeige schon aufgeben. Also vielleicht könntest du jetzt kurz einmal erklären, was da passiert ist für alle Leute, weil das wäre mir jetzt noch ein Anliegen. Mir ehrlich gesagt nicht, aber ich mach's. Ja, also ich habe mich echt schon gefreut auf das Interview. Ich war ziemlich erschöpft am Tag. Ja, ich habe war zu lang spazieren, habe zu viel gelaufen bin ich. Und dann um 2 habe ich mich entschieden, oder es war wahrscheinlich um 1, habe ich mich entschieden, ein Nickerchen zu machen, so für vielleicht 2, 2,5 Stunden. Habe mir den Wecker um 4 gestellt. Und dann, ich schlafe halt ein, mich wach auf, schaue aufs Handy. Es ist auf einmal 19:30 Uhr. Und ja, also den Wecker habe ich nicht gehört. Ja, So, also. also meine Damen und Herren, man muss sich das so vorstellen, wenn der Bobby rotieren oft müde ist oder ein Nickerchen machen will, weil er leicht erschöpft ist, schläft er von 1 bis 19:30 Uhr durch. Also das muss man sich nur mal festhalten, obwohl er einen großen Auftritt gehabt hat noch dazu. Der Mann ist tief entspannt. Der will sich Corona anschauen in Kasachstan und dann verschlafen die Show auch noch. Also gibt es eigentlich gar nicht, wie entspannt man sein kann. Ja, ich habe da keinen Kommentar dazu. Okay, ich glaube, wir belassen es auch Ja, dabei. es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich dich so im Stich gelassen habe. Es war mir echt peinlich. Da habe ich sofort angeschrieben und ja. Also, ja, es ist Wahnsinn. Es ist Ja, einfach passiert. Du bist noch, wie gesagt, du bist jung, du lernst aus deinen Fehlern, aber wie man sieht, heute bin ich da. du Habe ich bist am extra richtigen fit gemacht. Punkt, sehr fesch. Also Ja, freut mich extra wirklich. Mühe gemacht. Also, ja, du bist am Weg der Besserung, kann man so Auf sagen. jeden Fall, ja. Weltklasse. Gut, Bobby, dann sage ich danke, dass du heute die Zeit genommen hast. Ich muss auch Bitte. sagen, ich habe ihn sicherheitshalber heute angerufen vor der Show, dass Ja. ich kann, ne? Aber ich war schon da, ich war schon ready. Ja, du warst echt wach, die Hand gehört. Ja. Gut, Bobby. Dann, wir hören uns auf jeden Fall die nächsten Tage. Auf jeden Danke, Fall. dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die zweite Chance. Naja, kein Oder Problem, für wie die. immer. Und wir hören uns. Ja. Schönen Abend noch, Bobby. Auf jeden Fall, dir auch. Ciao. Danke.